Ihr sucht einen vernünftigen Kameragurt, der robust ist, einen gewissen Stil hat und sehr schick aussieht. Jetzt sage ich euch noch was. Das ist der sogenannte Holdfast Gear, frisch aus Amerika. Es ist ein, wie man schon sehen kann, doppelter Gurt, wird wie ein sogenanntes Harness umgesetzt, beziehungsweise wie ein Rucksack. Ich zeige euch das mal gerade. Ganz einfach, sehr schnell. Ihr müsst nur darauf achten, dass hier oben sind noch zwei Laschen, dass die auch hier vorne sind. So, dann könnt ihr hier schon sehen, dass hier einmal die Verschlüsse sind. Das sind wie so eine Art Krebszangen, die man einfach so aufmacht. In sich dreht sich das Ganze noch, sodass ihr nicht die Verschlüsse, die unter der Kamera sind, aus Versehen rausdrehen könnt. Das heißt, die Zange an sich dreht sich mit. Das ist der kleine Anschluss, der unten an das 1/4 Zollgewinde der Kamera kommt. Einfach unten in die Kamera oder in die Stativschelle eindrehen. Dazwischen befindet sich ein kleiner Gummiring, der das Ganze noch wesentlich fester macht, sodass es so gut wie gar nicht aufgeht, nur mit etwas Kraftaufwand. Ihr hakt die Kamera einfach ein. Bei der habe ich das schon gemacht. So. Und nun könnt ihr direkt loslegen zu fotografieren. Die Kameras könnt ihr natürlich auch ein bisschen weiter hinten positionieren, dass ihr mehr oder weniger ganz entspannt durch die Gegend laufen könnt. So sieht das Ganze von hinten aus. Ich hoffe, man kann es vernünftig erkennen. Und so könnt ihr auch direkt aus der Hüfte raus loslegen. Das Prinzip daran ist einfach, dass ihr so eine Art Rucksack habt, alles auf den beiden Schultern verteilt. Und ich muss sagen, also mich stören die beiden Kameras jetzt nicht. Es gefertigt ist es aus, man riecht es noch, aus Leder. Dies ist jetzt die Variante Naturfarben. Wir haben noch eine andere Variante, die ist, das nennt sich Old Brown, also das heißt geölt, braun geöltes Leder. Aber diese Natur, das, ja, man muss dazu sagen, Leder arbeitet natürlich und das, nach einiger Zeit wird es seine eigene Patina kriegen, von daher wird der Gurt in der Zeit wohl noch schöner werden. Also er ist sehr bequem, ihr habt hinten Einstellmöglichkeiten mit 9 Lochungen, das heißt, ihr könnt fast jeder Person kann sich das variabel anpassen und ihr habt natürlich die Kamera immer sofort bereit, ohne dass ihr immer was in der Hand haben müsst. Das heißt, ihr könnt jetzt so mit irgendwem interagieren und habt trotzdem noch eure Kamera sofort griffbereit, falls irgendwas passieren sollte.